Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die, nachdem wir die letzte Folge so mehr oder weniger glimpflich überlebt haben. Was ja eigentlich einfach so alles passieren musste, ne? Also es war ja... Alter, was ist denn hier los? Wenn ich nicht ziele, dann treffe ich. Wenn ich ziele, dann treffe ich nicht, oder was? Das hätte ja schon fast alles so kommen müssen, wie es in der letzten Folge gekommen ist. Ich wollte jetzt eben eigentlich nach Hause und habe den hier aber bei offener Tür schlafen sehen und dachte mir, vielleicht ist ja in der Butze was Nettes zu holen. Auf jeden Fall noch ein weiterer Zombie. Wie viel Ausdauer habe ich? Nein. Ach, da sind noch zwei von dir drin. Und irgendwie nebenan... Ah, was ist das denn jetzt hier? Die drei Stooges, oder was? Ich wollte nur ein Foto machen, Junge. Muss mich ja nicht gleich hauen dafür. Immer noch irgendwie durch, glaube ich. Hast du noch Pfeile drin? Ja, danke schön. Wie viel habe ich denn noch eigentlich? Ich weiß es gar nicht so richtig. Oh, eine Kartoffel und ein Bier. Immerhin ein... oh, Pfeile. Willst du die mal bitte aufnehmen? Dankeschön. Immerhin ein Painkiller. Oh, ich habe nur noch 6 Leben. Wie ist das denn passiert? 5 Leben. 4 Leben. Willst du mal was trinken? Ist es das, was dich nervt oder warum? Weswegen du der Meinung bist, ich müsste jetzt hier vor mich hin versterben? Du bist durstig, trinke Flüssigkeit. Hm. Vielleicht hätte ich tatsächlich einfach sterben sollen. Das hätte die Situation wahrscheinlich vereinfacht. Wo wohne ich denn überhaupt? Ach, da hinten. Nochmal schnell ein paar Steine auf dem Weg mit aufnehmen, wenn wir schon mal hier rumlaufen. Upala. Nee, das ist, war jetzt nicht so erfolgreich mit dem Militärlager. Das war früher irgendwie netter. Da waren ja auch nicht 700 Hunde drin. Schade, die hätten natürlich super gutes Leder gegeben, ne? Aber machst du nix. Wie viel Leder habe ich denn jetzt hier so? 5. Weil das Geile ist, jetzt ist mir kalt. Gerade war mir viel zu heiß, jetzt ist mir wieder viel zu kalt. Bei 15 Grad finde ich es eigentlich nicht so kalt, aber gut. Wo wohne ich denn? Oh, ich verliere schon wieder den Weg aus den Augen. Das ist doch nicht wahr. Nee, das sah nur aus wie ein Stein. Ja, aber immerhin, ne? Feral getroffen. Er uns auch mehrmals. Und trotzdem überlebt. Der war ja auch flott unterwegs. Also, wären jetzt alle Zombies permanent so, dann kann ich euch garantieren, hätten wir jede Folge mindestens einen tot. Das wäre dann auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Deswegen, nee, lieber so wie es ist. Das ist schon ganz gut, so wie es ist. Wenigstens endlich mal wieder ein Ei, damit wir mit den 250 Fleisch zu Hause auch irgendwas anfangen können. Wir könnten zwar noch Grilled Meat draus machen, aber da war ich schon dran. Aber immer nur gegrilltes Fleisch. Das mag ja in der Grillsaison ganz nett sein, aber das ganze Jahr über ist das auch nicht schön. So, wo wohnen wir denn? Ein bisschen Ausdauer wäre mal wieder nett. Wobei ich mich immer noch frage, warum ich eine Ausdauer von 120 habe, obwohl ich den Perk noch gar nicht geskillt habe. Das
weiß wohl allein das Spiel. Wahrscheinlich hätte man in der Alpha 17.1 dann auch wieder neu anfangen müssen. Da wir ja hier quasi zu Hause sind, nehme ich es einfach mal mit. Aber das wird uns auch zeigen, wenn wir das nächste Mal Skillpunkte investieren, was das Spiel dann meint, was wir machen. Also was, ne? Da wird ja irgendwas passieren, wenn wir Skillpunkte investieren. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Entweder bleibt es auf dem 120-Punkte-Dingens stehen. Also, ne? Damit ihr wisst, wovon ich rede. Hier, Fortitude. Ich müsste den dritten noch kaufen, damit ich bei 120 bin, aber ich bin hier doch schon. Ach, nee, ist Maximal Health. Ah, nicht Ausdauer. Nicht Ausdauer, sagt das doch. Hier, da ist 130. Komm. Kofik. Besser als wie nischt. Ja, die Wüste ist ganz schön ätzend geworden in der Alpha 17. Also da mal eben so ein bisschen drin rumlaufen, nett ist, kann ganz schnell nicht nur so ein bisschen warm werden, sondern so richtig. Achso, ist das Gebüsch, was sich bewegte. Von daher, das ist schon auch unhöflich, ehrlich gesagt. Ach, ich könnte jetzt hier schon. Das ist ja lustig. Das war wahrscheinlich, glaube ich, nicht so gedacht, aber gut, funktioniert. So. Trautes Heim, Glück mit Schwein. Wenn wir denn eins hätten. So, das möchte ich gern zuhaben. Und ist schon wieder 12 Uhr. Wir wollten doch lustig looten. Wie sollen wir denn da looten? So, hier haben wir Leder. So, da möchte ich jetzt gerne mal bitteschön ein Poncho draus machen. Ist doch nicht wahr. Das zerlegen wir. Dann haben wir hier halt so alles Mögliche. Da kommt dann alles Mögliche auch wieder rein. Das ist nicht alles Mögliche. Knochen und das Gedöns. Hier haben wir was so Nahrungstechnisches und so ein Geraffel. Ein Schmerzmittel behalte ich, eins tue ich weg. Ich sollte, glaube ich, auch mal ein bisschen in Packmuhl investieren. Aber zum allgemeinen Aufheilen würde ich jetzt hier mal gerne ein bisschen was zum Essen hinzutun. Und irgendwie denke ich mir, Mensch, wäre glaube ich doch gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir gestorben wären. Where? Muss man das reparieren eigentlich irgendwie? Zerlegen, fallen lassen, modify. Empty Slot. Okay, wahrscheinlich so für Farbe oder so ein Geraffel. Where? Jetzt habe ich also ein Poncho an. Nicht wahr? Ja, sehr schön. Ich bin immer noch durstig. Bei 44%. Das ist alles merkwürdig hier in diesem Spiel gerade. Oh geil. Tür zu und durch. Ich dachte mal, das Sprichwort heißt Augen zu und durch. Aber okay. Wenn das auch mit Tür zu funktioniert, dann bin ich ja glücklich. Hier ist Verbranntes. Dann gehen wir einfach mal straight darüber. Warte noch drauf, dass mir dabei das Bein und so, ne? Aber viel hat uns das jetzt auch nicht geheilt, ne? Das Essen. Stelle ich gerade fest. Das ist ja irgendwie ein bisschen mau. Hätten wir vielleicht doch die Aloe Vera Creme mal uns unter die Achseln schmieren sollen. Da wir maximale Ausdauer haben von 130, sollten wir da auch mal ein bisschen gucken, dass wir eben auf diese zurückgreifen können. Aber die ganze Zeit ist hier zu Fuß, ist auch ein bisschen öde. Also ich mochte tatsächlich so diese kleinen normalen Gebäude, wo man einfach so ein bisschen durchlootet und fertig ist. Das mochte ich tatsächlich. Ich habe nur noch 14 Pfeile, was ist denn da los? Die mochte ich tatsächlich lieber als diese ganzen mit Zombies vollgestopften Labyrinthe. Wieder ein paar Skillpunkte und ein paar Pfeile. Apropos Pfeile. Rezepte. Was ruckelst du denn jetzt hier schon wieder rum? Weh, du stößt mir ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss nicht sein.
Komm, machen wir nochmal 17. So, dann habe ich noch 20 Steine für den Fall der Fälle. Ein Ei. Eieiei. Also, ne, so diese kleinen Dinger, wo man einfach so reingelootet hat und fertig ist. Was ist denn hier eine Wohngemeinschaft? Und alles nur voller Federn. Sind zwar auch nett, aber Vogeleier hätte ich jetzt viel lieber. Für das viele Fleisch, was wir zu Hause so rumliegen haben. Ich weiß, links war auch noch ein Nest. Ah, endlich mal ein bisschen. Steini. Ich glaube, hier in diesem Ding waren wir doch schon mal irgendwie drin, ne? Oder war das eine andere Garage? Das kann auch tatsächlich eine andere Garage gewesen sein. Ja. Schon ist da drin wieder Remi Demi. Hier waren wir schon mal drin. Eigentlich. Lass das, Lisa. Und du, Henry, geh mir auch nicht auf die Nerven hier. Wackelkopf, Henry. Da könnten die Fun-Pimps bestimmt Geld machen, wenn man denen ihr kennt doch bestimmt diese. Meistens immer sind im amerikanischen Film dieses Hula-Mädchen, was man sich auf die, was so in Taxen hängt, was so auf der Fensterbank, nee, nicht Fensterbank, sondern so auf dem Armaturenbrett steht, an der Windschutzscheibe festgemacht, immer so vor sich hin wackelt. Wenn die Fun-Pimps das nachbauen würden mit dem Wackelkopfvogel. Da drin schläft, glaube ich, noch jemand. Nee, das lassen wir mal da, wo es ist. Wie kommen denn da noch raus eigentlich? Seht ihr das? Selbst so eine kleine popelige Garage hier ist nicht mal eben zwei, drei Zombies clearen und dann lustig looten. Nee, es ist immer gleich wieder hier ein Riesenakt. Und das, Alter, tatsächlich, wie viel sollen denn da bitte schon noch rauskommen? Und das finde ich ist schon, also ich will nicht sagen, ich möchte das Spiel jetzt hier total easy und einfach haben. So soll es nicht sein. Aber irgendwie, wenn man zu nichts mehr kommt, weil man permanent damit beschäftigt ist, hier irgendwie Pfeile in den Kopf oder Torso oder andere Körperstellen zu jagen und man gar nicht mehr an das Zeug rankommt, woran man kommen will, weil die Zombies ja auch kein Loot mehr haben. Na, wenigstens mal wieder ein Skillpunkt. Mutti, lass das. Dankeschön. Pfeile wieder zurück. Und hör auf, da so komische Bewegungen zu machen. Du bist tot. Sei gefälligst eine gute Leiche. So, war es das jetzt hier drin, oder? Destroyed war ja klar. Huch. Weißt du, da macht man sich die Mühe mit dem Clearen dieses kleinen Dingens und dann ist erstens alles destroyed, was hier so rumeiert. Und dann ist nur noch nix an Loot in den Müllhaufen drin. Also das ist ja hier. Na? Oh, ein Glas Wasser, Dankeschön. Dafür dieser ganze Heckmeck hier. Ist noch nicht meine Loot, aber da oben drauf liegt irgendwie ein Sackel oder sowas. Ja, dann versuchen wir doch mal kurz auf das Auto zu kommen, um dann ans Sackel zu kommen hier, an den Sportbeutel. Na, 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 ich hatte das doch gerade. Dankeschön. Ernsthaft. Ein Einser-Holzknüppel. Und dafür der ganze Kram hier. Och, Leute. Da jetzt hier gerade keiner mehr drin ist, kann ich ja zumindest schon mal nach vorne hin aufmachen. Dann habe ich nämlich mehr Sicht- und Angriffsmöglichkeiten für die nächsten Male. Und wecke ja keinen auf, weil hier ist ja keiner mehr drin.
Vielleicht ist das ja dann vom Vorteil, ich weiß es nicht. Ich habe zwar, glaube ich, eigentlich woanders hingeschlagen, aber gut. Wieder 32 Lebenspunkte, das ist ja auch schon mal viel wert. Aber getränketechnisch, ne? Also 38 ist jetzt nicht viel. Komm, hier. Hauen wir uns das auch nochmal eben rein. Dankeschön. So, ist hier sonst noch irgendwo was vielleicht versteckt? Da oben drauf vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Ich gehe mal hier raus. Auch geil. Ich komme. Achso, wegen des Müllhaufens. Ernsthaft? Ja gut. Dann ist der jetzt weggemüllhaufend. Der ist aber neu. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hoffe ich zumindest. Wenn wir es nicht vergessen. Ach nee, Quark. Wir werden die hier schon irgendwann mal wieder durchlooten. Das ist ja... Nee, die zerlege ich und ja, doch, das nehme ich mit. Also irgendwie winzig kleiner Stein. So unterwegs trifft man, wollte ich gerade sagen, tatsächlich selten auf Zombies und dann kommt da auch gerade wieder einer. Aber halt eben dafür, ne, wieder in diesen lustigen Gebäuden, proppenvoll mit irgendwelchen Untoten. Das finde ich muss nicht unbedingt sein. Dankeschön. Da aus diesem Pilz kommen wahrscheinlich auch wieder 700 Zombies gleichzeitig. Instant sozusagen. Und das, finde ich, macht die Sache irgendwie so ein bisschen... Vor allem ist das auch noch so ein lauter Zombie. Na komm, 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 komm. Dankeschön. Und vor allen Dingen, da dotzen die zweimal da drauf und schon sind sie draußen, oder was? Ja, Cowboy Joe. Der Poncho Boy des Wilden Westens. Du trägst deine Schusspfeile aber an seltsamen Stellen, Junge. Hätte ich auch gerne wieder. So, was mit dir hier? Krachmacher. Kurz dran vorbei. Oh, wie viele Pfeile ich hier schon in die Butnik gehauen habe, wegen nix und wieder nix. Und dabei ist der doch gar nicht zu verfehlen. Hui, du machst aber eine Rolle. War es das jetzt? Nee, natürlich nicht. Da hat er mir jetzt einmal einen vernotzt und schon gleich wieder von 34 auf 17 Punkte runter, oder was? Mein lieber Scholli. Komm, machen wir ruhig nochmal 20. Den Stuhl hätte ich gerne zerlegt. Da ist er ja schon. Mach doch nicht immer so einen Krach, Junge. Und das ist eklig. Also lass das bitte. Deswegen mag ich Pfeil und Bogen nicht, weil er gerne bei sowas auch immer mal wieder abbricht. So, ist jetzt hier noch jemand drin? Bestimmt, hier hinter, ne? Nicht? Was für ein Glück. Wow, Papia. Ich bin, wow. Gibt's da noch einen oben drauf? Oder wo ist der jetzt aufgewacht?
Gibt's doch kein oben drauf. Nee, da gibt's nur hinten dran. Komm, nehmen wir das schnell weg. Da bringt ja irgendwie 800 Erfahrungspunkte der Vogel, ne? Muss ich aufpassen, dass er mir keine verballert, sonst bin ich dahin. Junge, du klingst eklig. Kannst du das nicht für dich behalten? Das ist einem nicht ein gutes Foto wert, ne? Da nimmt man doch mal ein bisschen Tod in Kauf. So, dieses Haus war jetzt ja nun nicht wirklich. Wie soll ich sagen? Repräsentativ. Und das ist jetzt auch leider schon wieder, glaube ich, das Ende dieser Folge, muss ich gerade feststellen. Und seit Beginn der Aufnahmesession, ich weiß gar nicht, welche Folge ist denn das jetzt? Die zweite oder ist das schon die dritte? Auch geil, ich habe quasi gerade erst angefangen und kann mich schon hier nichts mehr erinnern. Supi. Und deswegen solltet ihr auch immer, wenn ihr irgendwelche auf irgendwelche Szenen Bezug nimmt, gerne die Minuten und Sekunden in die Kommentare mit dazu schreiben, weil ich kann mich leider immer nicht mehr dran erinnern, was ich da gesagt, getan oder auch nicht gesagt, getan habe oder sowas. Von daher gerne mit dazu schreiben, damit so ein vergesslicher Mensch wie ich das auch schnell wiederfindet. Nette Hechtrolle. Dankeschön. Also ich muss sagen, mit der Mehrausdauer kann ich tatsächlich, habe ich tatsächlich mehr Ausdauer. Das ist, überrascht mich. Klingt jetzt erstmal logisch, aber ist jetzt auch logisch, ne? Zack. Und schon ist Henriette dahin. Ja, und was ich jetzt sagen wollte, toi 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 bisher, auf Holz klopfen, ne? Kein Absturz in dieser Aufnahmesession. Vielleicht hat das tatsächlich zumindest das Problem beseitigt, nicht die Ursache, aber das Problem. Aber das hilft uns ja auch schon mal viel weiter. Und damit ist die Folge jetzt tatsächlich vorbei. Und ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Ah, zerlegen wir. Tschüssi.